Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und ich sitze hier mit dem Kevin. Oder er sitzt hier mit mir. Ich bin irgendwie so eine Randerscheinung, ne? Du bist in der Mitte. Sogar bei meinem Video. Eigentlich, da müssen wir uns jetzt umsetzen. Bin ich in der Mitte? Weiß nicht, wenn ich jetzt so die Kamera angucke. Mit 130 Kilo bist du immer in der Mitte, mein Freund. Wir haben heute mal eigentlich eine Fortsetzung. Ihr seht bereits schon ein Video auf seinem Kanal davon oder vielleicht sogar zwei. Ich habe jetzt gar keine Übersicht mehr. Wo wir einfach ein bisschen auf eure Kommentare eingehen, aber nicht unbedingt auf nur die Premium-Kommentare, die uns loben und die wir sowieso beantworten, sondern auch auf die anderen Kommentare. Ja. Und die gehen wir heute mal so ein bisschen durch. Wie gesagt, ist eine Fortsetzung, keine Warnung, wie viele Episoden es sind. Und auch ein paar Kommentare von meinem Kanal und seinem Kanal. Und dann unterhalten wir uns ein bisschen darüber, weil da gibt es ja sicherlich auch immer ein paar interessante Informationen, die vielleicht mitschwingen. Markus R. Genau. Und die anderen armen Schweine, die weitere Beiträge zahlen, müssen zu Hause bleiben. Richtige Vollbilder. Ich glaube, damit bezieht er sich darauf, dass wir hier in einem Fitnessstudio sitzen. Ja. Möchtest du irgendwas zu deiner Verteidigung mal sagen? Haben wir gerade schon mal, glaube ich, hinter der Kamera diskutiert drüber. Es bringt halt nichts, ne? Das ist halt die Nichtsgönner-Gesellschaft in Deutschland. Natürlich nicht alle, gibt aber sehr viele. Wenn mir jetzt einer sagt, komm mal, ich konnte zum Beispiel im ersten Lockdown nicht trainieren, ich hatte ein paar Kollegen, oder konnte nicht 50 trainieren, die hatten wirklich komplettes Studio. Boah, ich sag geil, ey, gib Gas, zieh durch, mach das Beste draus. Aber das sowas wird man halt in Deutschland, glaube ich, selten hören. Ne? Es ist schade, ein Kollege von mir, der hatte sich wirklich jetzt einen Ferrari gekauft. Boah, ich sag geil, ey, kann ich mal mitfahren? Ich will da auch mal drin sitzen. So anstatt zu sagen, ey, wie hast du das denn gemacht? Was hast du dafür gemacht? Oder, ja, sicherlich Zuhälter. Oder so. Das ist immer so der erste Gedanke hier beim Deutschen. Ja. Ne? Wenn der das von der Ferne schon denken, Alter, geil, komm mal mit der Karre vorbei, ich will das sehen. Ich will sehen, wie das live aussieht. Ne? Ja. Und so einfach dieses Mal, ja, gönnen, ne? Ja, und selbst wenn man nicht gönnt, aber zumindest nicht direkt immer wieder ins Negative rein. Ich meine, eigentlich müsste man sich doch freuen. Kevin macht weiterhin YouTube-Videos. Und ihr seid doch auch irgendwo die Fans des Bodybuilding. Sonst würdet ihr, glaube ich, nicht auf sein Video klicken. Das heißt, stellt euch mal vor, alle Stars da oben und alle Leute, die jetzt Bodybuilding-Szene ausmachen, würden jetzt einfach schrumpfen, weil sie nicht mehr trainieren können. Also wieso gönnt man es den Leuten nicht? Das ist doch eigentlich eine gute Möglichkeit, dass das passiert. Eigentlich solltet ihr eher sagen, super an dem Fitnessstudio-Betreiber, dass das wenigstens weitergeht und den Frust bündeln an die Verordnung, wenn ihr damit nicht einverstanden seid. Ja. Aber, naja. Ich glaube, das wirst du hier in Deutschland nicht wirklich so finden. Nee, leider nicht. Und es ist zwar immer blöd, wenn man natürlich so auf Deutschland meckert. Ne? Das klingt so, als würden wir hier die deutschen Bürger so verachten. Ich bin, meine ganze Familie ist deutsch, aber... Wer weiß das? Aber ich muss echt sagen, so in manchen Hinsichten haben die Deutschen echt an der Waffe. Tatsächlich, auch generell mit Bodybuilding habe ich es gemerkt, um mal kurz diese kleine Anekdote reinzuhauen. Wenn ich mit einem Tanktop durch die Gegend laufe, hier in Deutschland, ein Unding. Ich meine, früher habe ich von so einem Körper geträumt, Van Damme, erstes Vorbild oder Wesley Snipes. Ja. Als ich dann den Körper hatte, habe ich immer mehr gemerkt, scheiße, ich muss mir XXL-Klamotten kaufen. Denn wenn ich den jetzt zeige, wenn ich jetzt einen Tanktop trage auf dem Basketballplatz, bin ich ein Angeber, ein Arschloch, ein Prolet, will ja nur zeigen, was ich habe. Ja. Vorher hätte ich das tragen dürfen, wie ich will und alle nehmen mir auch, aber ich nicht mehr. Ja. Und daran musste ich mich erstmal gewöhnen. Und dann habe ich das mal irgendwann gehabt, ich habe meine erste Indienreise gemacht. Und ich war überrascht. Ich habe ein ganzes Video auf meinem Kanal. Da sieht man, wie die Leute, jung, alt, Frau, Mann, egal wer, Jugendliche, egal wer, kommen auf dich zu, wollen mit dir ins Gespräch kommen, ein Foto mit dir machen. Die rufen dir hinterher, während sie auf dem Motorrad sind. Nice body, überall. Das ist so eine Freude. Ja. Das habe ich nie erlebt. Und hier ist es meistens so, jemand sieht schon, dass du die Muskeln hast und dann erstmal der böse Blick. Wenn er selbst Pumper ist, Konkurrenzblick. Wenn er keiner ist, bist du ein Prolet. Ja. Wenn es eine Frau ist, dann bist du nur wahrscheinlich irgendein Aufreißer oder so und willst dich wichtig. Was auch immer. Es gibt in jeder Klasse irgendjemand, der sagt, das ist aber richtig scheiße. Ja, absolut. Und das ist, wie du auch gesagt hast, die Erfahrung habe ich auch im Ausland gemacht. Ja, ob es Tunesien war, ob es Türkei war, gerade so die Länder. Du wirst so richtig herzlich empfangen, die finden das cool, ne? Die feiern das. Und die sagen dir auch immer, was das... Wobei ich fand das schon zu krass, die haben mich ja schon behandelt wie so ein König. Ne? Wie ein Star, ne? Als wäre Brad Pitt da durchlaufen oder so. Ne? Die wollen Fotos mit dir. Ich würde erst mal sagen, bleibt mal locker, Leute, ich mache auch nur hier den Sport ein bisschen. Ne? Und selbst die Türsteher, wo man denkt, okay, hier fühlen sich ja sehr viele Menschen, gerade aus dem Kampfsport, angegriffen, wenn jemand so wie du, den würde ich umhauen. Ja, ja. Dass das ein ganz anderer Sport ist. Ich sah ja auch nicht als Tennisprofi, den würde ich aber im Tennis abziehen zu einem Basketballer. Ja. Aber gut, okay, das ist nochmal was anderes. Aber irgendjemand fühlt sich immer angepisst. Und da ist es sogar so, du kommst zur Tisch, ey, cooler Körper, was weiß ich oder so. Kostet doch nichts und wir sind keine Konkurrenten und so. Aber naja, das schwingt da leider immer, glaube ich, mit bei der Diskussion. Ich wollte gerade sagen, das wird auch nicht wirklich aufhören, ne? Nun ja, kommen wir wieder mal zu dem anderen Thema. Criss-Cross. Wenn da der Stoff weg ist, kann man sich ja denken, was noch bleibt.
Boah, wow, stark, Mann, einen Koffer, Erke, ein Tersit. Hier brutal, voll, schwammige Muskeln. Bleibt natural, sieht voll komisch aus, Natur. Sieht tausendmal geiler aus und damit auch anziehender, weil man erkennt, dass es natural ist. Deswegen ist das auch gut, dass du natural geblieben bist. Ja. Ja. Sehe ich auch so. Ja, eben. Solche Leute haben wir da öfters mal. Als Netty kann man nicht den Reiz setzen für eine Woche. Also jetzt kommen mehr so ein paar Sachen, die sind jetzt weniger Hate-Kommentare, aber ich würde ganz gerne mal wissen, was du auch dazu sagst, wenn du das so hörst. Denn es gibt ja immer Leute, die Tastaturhelden sind, nicht nur, weil sie böse Kommentare schreiben, sondern weil sie alles besser wissen. Ja, ja. Als Netty kann man nicht den Reiz setzen für eine Woche. Wer wiederum nur dreimal trainiert und stofft, macht grundlegend was falsch. Dreimal Training pro Woche ist mittel- und langfristig einfach nicht optimal. So oder so. Das war ein Kommentar mehr oder weniger zu als Verfechter von der neuen Science-Methode, nur Ganzkörper, alle 2-3 Tage. Und das wäre scheinbar für jeden besser. Wir hatten schon einmal drüber gesprochen. Ja. Was fällt dir als erstes ein? Erstmal, das ist für jeden komplett individuell. Kommt auf den Trainingsstand an und so weiter natürlich. Ich zum Beispiel würde niemandem empfehlen, der jetzt schon 2-3 Jahre trainiert, der noch einen Ganzkörperplan machen sollte, sage ich dir ganz ehrlich. Dann meine persönliche Erfahrung, ich habe auch diesen Dreier-Split Push-Pull-Beine, wie sie es heute nennen, eine Zeit lang gemacht, sowohl als Naturalsportler, als auch jetzt mal vor einigen Jahren noch. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich mit den, wenn ich die Muskelgruppen separat trainiere, einfach wesentlich besser und weiter vorwärts komme. Ein bisschen Bodybuilding. Im Bodybuilding, ja. Genau, ja, absolut. Ja. Und das ist der Grund, warum ich darauf sitzen geblieben. Ist ja nicht so, weil ich sage, das auf Prinzip ist das Beste, das ist ja Quatsch. Das ist, ja, du bist ja kein Bro-Split-Ambassador oder so. Ja, eben, vor allem, ich bekomme dafür auch nichts. Ich sage das ja einfach so, weil es so ist. Ich mache diesen Split, weil der mir am meisten Erfolge bringt. Ja. Weil ich da bei den anderen wirklich gesehen habe. Ich weiß auch nicht, ob die Leute dann denken, ah, der möchte die anderen nur klein halten, damit er der einzig Massige in Town ist oder so. Ja, ich auch denke. Es ist schon echt komisch. Ja. Und das ist das, was ich grundsätzlich bedenklich finde bei dem, was man da jemanden vorwirft, der dann jetzt, wir sind ja jetzt Oldschool-Bodybuilder dann scheinbar, wenn wir das vertreten, ja. Und dann behaupten die immer, nee, das ist das Neue. Aber das Komische ist, die größten Stars, die Leute, die seit 25 Jahren trainieren, das habe ich schon einmal erwähnt, die würden ja alles tun, weil sie davon reich werden. Das ist deren Leben. So ein Jay Cutler, Ronnie Coleman, wer auch immer, die suchen doch nur nach der Methode. Und wenn die Wissenschaft rausfindet, so geht mehr, dann würden die das als erstes machen, denn die kriegen dadurch ihren Fame, Reichtum und ihren Pokal. Ja, genau. Die leben davon im Gegensatz zu euch oder zu vielen anderen. Ja. Und die machen es auch nicht, die bleiben dabei. Und die sind auch noch Trainer und die trainieren Leute. Ja. Und du als Trainer hast sicherlich auch die Erfahrung gemacht, du würdest doch deinen Schülern wahrscheinlich auch eher dazu raten, wenn du merken würdest, die meisten beißen darauf an. Absolut. Ja, aber es tun nicht die meisten. Der breite Korridor, würde ich behaupten, und zwar wirklich ein breiter Korridor, 70-80% von denen, die es vorher gemacht haben, jetzt machen, die YouTuber da draußen, die Nicht-YouTuber, die haben Erfolg mit dem einmal die Woche den Muskel trainieren. Ja. Abballern. Sei es im 4er-Split, 5er-Split oder 6er, ist ja scheißegal. 3 bis 5er irgendwie, ja, ne? So dazwischen. Ja. Die haben damit Erfolg gehabt. Das sehe ich ganz genau, so kann ich auch nur aus der Erfahrung, aus der Praxiserfahrung vor allem auch wirklich sagen, dass es halt so ist. Ganz klar. Ja, und deswegen, also wir haben nichts davon, wir kriegen kein Geld dafür, dass wir das erzählen. Wir stemmen uns ja auch nicht bewusst gegen Science ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wie viele 100 Leute in den letzten Jahren betreut. Wenn es dann halt so ist, wenn jetzt zum Beispiel 80% das einfach Fakt war, dass die eben besser darauf reagieren, wenn die den Muskel einmal die Woche trainieren, warum soll ich denn jetzt hier vor der Kamera sagen, nur um mit der Masse zu gehen, weil sie es geil finden, oh, ihr müsst den Dreier-Split machen oder ihr müsst zweimal die Woche den Muskel trainieren. Ne? Ja, zumal was auch immer vergessen wird, es wird immer ein Argument genannt in erster Linie und das ist die Proteinsynthese, die besser darauf anspringt im Labor, wenn man alle 2 bis 3 Tage den Muskel erneut trainiert, was sogar stimmen kann. Also das ist gar keine ironische Sache gewesen mit dem Labor. Was man nur oft vergisst ist, wenn man alle 2-3 Tage trainiert, ihr habt ja nicht nur Muskeln, ihr habt Sehnen, Gelenke, ihr habt ein zentrales Nervensystem, ihr habt ein Immunsystem. Das alles spielt auch noch rein. Und es kann sein, dass ihr irgendwann in Übertraining kommt, nicht mehr richtig regeneriert, dass Probleme gibt, überfordert seid. Und was zumindest nicht passiert, denn das steht auf dem anderen Blatt, ihr baut keinen Muskel ab, nur weil ihr den 4 Tage später erst wieder trainiert. Richtig. Das passiert in den 4 Tagen nicht. Eben. Vielleicht verpasst ihr also, noch mehr Gains zu machen, aber jetzt auch nicht weltbewegend mehr, nicht 90% mehr oder so etwas, aber ihr geht auf Nummer sicher, dass ihr das wenigstens behaltet. Und das ist so das Wichtigste, absolut, um kontinuierlich zuzunehmen, und das sehe ich bei den anderen nicht. Ja. Ganz deiner Meinung. Das freut mich.
So, und dann haben wir, hier sind noch ein paar von meinem Kanal, es gibt immer wieder Leute, da müsste ich den Experten zu fragen, die sich sehr, sehr widersprechen. Sehr amüsant, von oben herab bashen und selbst nach 20 Jahren Training aussehen, dass Heiko Kalbach nicht mehr schlafen kann vor Lachen. Also es gibt diejenigen, die sagen, ich bin der letzte Lappen und habe ja gar keine Ahnung. Und es gibt ein paar Hartnäckige, die behaupten, nee, du musst doch stoffen, das kann doch nicht wahr sein. Also da ist es ein bisschen anders verteilt als bei dir, da behaupten irgendwie alle, du stoffst. Sehr breit gefächert bei dir, ne? Ja. Je nachdem wahrscheinlich, unter welchem Licht ich stehe. Unter manchem Licht warst du, glaube ich, auch beeindruckt und dachtest, ich würde 140 Kilo wiegen. Ja. Und wenn ich, glaube ich, so nah an der Kamera bin, angenommen, wir würden uns so jetzt unterhalten, dann sehe ich, glaube ich, sogar neben dir massig aus, oder? Das könnte man jetzt mal testen. Das ist immer so der beste Trick, ne? Wenn man jemanden interviewt und dann krasser aussieht als der. Die Leute fallen ja auch drauf rein und dann sagen die, oh mein Gott, hast du gesehen? Das sieht brutaler aus als der. Am krassen finde ich es immer beim Mr. Olympia Interview. Ja. Da ist ja der Olympia in der Mitte und dann kommt der Interviewer, der meistens aus der Bodybuilding-Szene ist und alle, boah, der hat ja viel krassere Arme als der Phil Heath da. Ja. Erstens ist der eine mit 4% Körperfett da und zweitens ist der andere so vor der Kamera. Ja, das raffen die Leute nicht. Nee. So, haben wir sonst noch irgendwas Interessantes? Ah ja, auch wieder. Das ist ganz interessant für dich, weil du ja so einen Split machst, sogar noch mehr. Ein Fünfer-Split, da geht es darum. Das ist absoluter Schwachsinn. Der Bro-Fünfer-Split ist bei den meisten Trainern nicht gut angesehen. Überall. Bin seit 40 Jahren am Trainieren und bin selbst Trainer. Was machst du da für einen Scheiß? Was ist der Bro-Fünfer-Split? Der Bro-Fünfer-Split ist einfach, ich glaube, alles, was nicht gar Ganzkörper ist, ist Bro. So. Also, du bist schon mal nicht mehr Science. Also, wenn er echt seit 40 Jahren dabei ist und das Wort Bro-Fünfer-Split raushaut, das... Und er ist auch Trainer. Also der kann dir 100% sagen, Fünfer-Split ist scheiße für dich. Wann gehst du mal wieder auf Ganzkörper? Ja, wird Zeit. Vielleicht mache ich dann bessere Fortschritte in den nächsten Zeit. Kannst du heute mal machen. Bist du bereit für Rücken, Beine, Brust, Bizeps und Schultern? Ein Satz durchpumpen vielleicht, ne? Ja, genau. So ein bisschen. Ne? Aber du trainierst ja, du trennst ja sogar die Beine, ne? Muss man sagen. Ja. Ja. Und wow, das ist es. Du machst das ja auch nicht umsonst, ne? Wäre auch auf Zeit aufwendig, wenn ich jetzt mal so überlege. Ja, aber die behaupten ja, man braucht eigentlich dann ja nur, weil du das ja über die ganze Woche verteilst, die zählen ja die Sätze zusammen, brauchst ja wieder nur weniger, aber setzt dafür öfters den Reiz. Ja. Das Ding ist, also ich habe schon erfahren, ich setze tatsächlich nicht so einen guten Reiz in manchen Muskelpartien. Meine Arme wachsen eigentlich immer so mit, da kann ich machen, was ich will, auch wenn ich nur zwei Sätze Bizeps trainiere, ich glaube, der wächst irgendwie mit. Ja. Bei anderen, der Rücken ist so komplex und gerade bei den Beinen ist mein ZNS dann einfach so im Hintern. Ja, absolut. Da passiert dann nichts. Und wenn man einmal die Beine hat wie er und in der Klasse mitmacht, der hat mehr Quadrizeps, der gute Kevin, als die meisten Leute Rücken, Bizeps und Trizeps zusammen. Und das ist einfach auch noch ein Unterschied, wenn du den Muskel kaputt machst und dich regenerieren musst davon. Das ist erstmal Ende. Ja. Ja, ich glaube, das sind so unsere großen Kommentar-Tastaturhelden gewesen. Also scheut euch nicht, seid weiterhin dreist und dumm. Wir mögen es und machen daraus eine Videoserie. So, das war's von dem Video und ich glaube, es gibt noch zwei, drei andere. Das ist so lange jetzt gewesen, weil der Kevin einfach immer so viel quatscht. Du musst jetzt, glaube ich, mittlerweile schon wieder ein paar Nudeln ziehen oder was essen, ne, vor dem Training. Oder auch trainieren, wenn wir auch angesagt. Eigentlich ja, ne? Das war ja, aber das machen Profis nur nebenbei eigentlich. Ja. Das ist ja eigentlich nur Stoff. Also, wenn euch so ein Video gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren. Außerdem schaut auch mal auf Kevins Kanal vorbei. Da findet ihr auch eine ganze Menge interessante Sachen. Und die interessantesten Videos sind natürlich die, wo ich auf einmal auftauche. Und ansonsten, bis bald. Macht's gut. Ciao.